Der Depot Homestyle Talk. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns iPuro, die Welt der Düfte. Depot, der Homestyle Talk mit Jennifer Kneble. Und ich freue mich sehr, bei mir zu Gast ist Miro Senjak. Hi Miro. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Miro ist Parfümeur. Miro, du kreierst die Düfte für iPuro. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären, was steckt hinter iPuro? Mhm. iPuro ist eine sehr namhafte Raumduftmarke. Ich glaube, jedem ist das ein Begriff. Und speziell sinnliche Düfte für zu Hause, das steckt hinter iPuro. Mhm. Gibt es eigentlich überall zu kaufen in den unterschiedlichsten Varianten. Natürlich einen großen Teil auch bei Depot. Du hast ganz viel mitgebracht. Es riecht auf jeden Fall unfassbar gut. Wir wollen heute von dir auch unter anderem wissen, wie man mit dem richtigen Duft ein schönes, positives Gefühl für das eigene Zuhause schaffen kann. Du hast hier einige mitgebracht. Vielleicht kannst du schon mal so ein bisschen erzählen, was wir hier sehen. Ja, absolut. Wir haben hier eine Auswahl. Hier sehen wir auf der rechten Seite 3 Exclusive-Düfte. Der neueste Launch ist hier die Fev Tonka. Mhm. Und man sieht zu allen der Flakons quasi auch die Hauptrohstoffe. Wir haben auch die Flakons alle visualisiert oder den Duft mit den Rohstoffen. Also wir sehen hier Tonkabohne, Rose und eine Vanilleschote. Mhm. Dann haben wir hier unser Tee Épicé, symbolisiert hier mit Kardamom, Matcha-Tee und auch Jasmin. Ich hätte jetzt gesagt, das sind getrocknete Pistazien, aber gut. Gut, dass wir dich haben. Sieht ähnlich aus. Wenn du es schmecken würdest oder daran riechen würdest, dann hättest du direkt den sehr markanten Kardamomgeruch in der Nase. Okay, sehr gut. Aha. Genau, dann haben wir hier unser Haute Intense, hier mit Veilchen, mit Weihrauch, mit Safran, natürlich sehr orientalisch, sehr opulent. Mhm. Und dann hier unser Orchideenexemplar mit Rosenwasser, mit Vanille und einer frischen Limette für eine erfrischende Kopfnote. Und hier abschließend unser Queer mit Zitrone, Leder und auch Tonkabohne. Also klingt auf jeden Fall alles toll, würde ich genauso in der Reihenfolge nehmen. Wenn wir uns jetzt mal so in dich hineinversetzen, wie funktioniert das, wenn du sagst, du kreierst jetzt einen neuen Duft? Mixst du da einfach fleißig drauf los oder macht man sich da vorher Gedanken, keine Ahnung, wie ein Komponist oder ein Designer, ein Modedesigner? Also wie gehst du da vor? Ja, also eine Duftkreation ist ein sehr inspirativer Prozess. Mhm. Also man kann natürlich von Trends, von Farben, von Emotionen inspiriert sein und man kann drauf loskomponieren oder man kann natürlich auch an einem Briefing arbeiten. Mhm. Wir bei iPuro arbeiten sehr, sehr stark Hand in Hand. Das heißt, iPuro ist sehr, sehr vorne dabei, wenn es um Trends geht, Sommertrends, Dufttrends und so weiter. Und dann fange ich mit meiner Arbeit an, hier ein paar Akkorde mitgebracht aus dem Duftlabor und dann geht's auch schon los. Das heißt, es sind hier Essenzen, ja? Ganz genau. Okay, zum Beispiel Rose, Ginger, Kokosnuss. Und sind die jetzt schon geordnet? Also gibt es, sag ich mal, Duftgruppen, die zueinander passen? Korrekt. Genau, du siehst 3 Kategorien. Mhm. Die erste Kategorie hier sind eher die Kopfnoten. Dann hier siehst du hier Herznoten und hier siehst du eher dann Basisnoten. Das sind quasi die 3 Komponenten, die es immer gibt. Ganz genau, richtig. Aha. Ganz genau. Und das heißt, wie würdest du jetzt vorgehen, wenn du sagst, daraus machen wir jetzt einen schönen Jenny-Duft? Ja, sehr gerne. Also ich gucke natürlich, wofür steht Jenny? Vielleicht sagst du mir, wofür steht... Jetzt bin ich gespannt. Miro, jetzt kommst du. Ich sehe dich heute, auch wie du gekleidet bist. Ich bin heute sehr zum Beispiel bei dir jetzt von der Farbe Purple und auch von Weiß inspiriert. Mhm. Oder von, sagen wir mal, einem Roseton. Das erinnert mich sehr an eine Rose, dein Oberteil. Ich würde also in der Herznote direkt zur Rose greifen. Deine Hose erinnert mich sehr an einen weißen Moschus, also White Musk. Da würde ich dann direkt hier auf White Musk gehen. Und deine Augen sind sehr, sehr strahlend. Da würde ich etwas Spritziges nehmen. Entweder einen spritzigen grünen Apfel oder vielleicht auch ein Gewürz. Das ist ja hier auch noch ein Charmeur vorm Herrn. Also Paris hat funktioniert, Miro. Ja. Ey, wollen wir das einfach mal machen? Sehr gerne. Das heißt, ich würde jetzt hier mal mir Rose schnappen. Ganz genau. Schnapp dir mal Rose, ganz genau. Und ich reiche dir mal einen Papierstreifen. Okay, dann das macht man mit Papierstreifen. Genau, also man kann sich so erstmal rantasten. Ja, gibt es da eine Richtung? Also mit der Spitze voraus, genau, einmal einen Köpfer. So, hier die Spitze. Genau. Super. Und dann kannst du es auch gerne in deinen Halter erstmal reinlegen. Also so wedelt man da? Erstmal kurz nochmal ablegen. Du musst auch wissen, die Öle sind mit Alkohol quasi verdünnt und der Alkohol sollte erstmal verdampfen. Genau. Okay. Super. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier... Apfel war es, Nehmen wir mal einen Apfel, genau. Ich gehe noch unter die Parfüm, aber ich merke das schon. Und das ist auch genau die Herangehensweise. Also man tastet sich erstmal heran, natürlich... hat man viel Know-how aus der Ausbildung, die 3 Jahre geht.
Aber man kann auch sehr intuitiv arbeiten, weil... Gibt es Noten, die immer wieder vorkommen? Absolut. Also Hölzer sind oft immer in der Basisnote. Wir können jetzt natürlich, wir haben gesagt, Moschus, den habe ich jetzt nicht dabei. Wir können aber entweder eine Vanille, ein Sandelholz oder eine Kokosnuss. Lustig, ich hätte jetzt gar Kokosnuss oder Vanille. Ja, ich glaube Vanille. Nimm mal die Vanille, genau. Das ist eine echte Bourbon-Vanille. Also die ist die Essenz aus der Schote hier. Mhm. Also sehr intensiv. Sehr intensiv, ganz genau. So, super. Alle guten Dinge sind ganz dabei. Genau. Also so arbeitest du auch bei dir im Labor. So kann man sieht es bei dir auch so schön aus? Nicht ganz so schön. Bei mir sieht es ein bisschen steriler aus. Also sehr mehr nach Chemie-Labor. Aber das ist natürlich eine wunderschöne Dekoration. Aber extra für dich hier aufgebaut. Sehr gut. Okay. Jetzt nimmst du die drei mal in die Hand und ich zeige dir mal, wie du es machst. Und machst einen Fächer daraus. So ungefähr. Und fächerst dir den Duft mal so zu. Alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Kommt was an? Oh ja, das riecht toll. Und hier würde man quasi auch merken, wenn was nicht zusammenpasst. Genau, richtig. Du hast hier die erste Idee, wie die Harmonie funktionieren kann. Und wenn du zum Beispiel, wenn dir etwas zu stark ist, zum Beispiel die Vanille ist dir zu stark, dann ziehst du sie zurück und fächerst dir dann so den Duft erstmal zu. Das macht schon was. Stimmt, das macht schon was aus, genau. Und so tasteten sie sich erstmal heran. Toll. Also ich glaube, ich habe meinen Duft auf jeden Fall schon gefunden. Was ist denn eigentlich dran, Miro, das sagt man manchmal so ganz salopp, an dem Sprichwort, jemanden gut riechen können oder eben auch nicht gut riechen können? Absolut. Woher kommt das? Das ist ein sehr, sehr unterbewusster Prozess. Der hat auch mit der Biologie natürlich zu tun, mit der Fortpflanzung. Man sagt, also die Biologie ist heute so weit, dass man sagt, dass wir die DNA-Struktur unterbewusst riechen können, um meinen Counterpart zu finden für ein gesundes quasi Nachkommen. Das ist so zusammengefasst, steckt das in einem. Und wenn du jemanden nicht riechen kannst, dann ist die DNA-Struktur zu nah zueinander. Und dann, wissenschaftlich. Man kann die ähnlichen Werte teilen, aber irgendwie ist immer eine gewisse Antipathie im Raum. Mhm. Und das hast du nicht, wenn du diverse DNA-Stränge hast. Und dann da sagt man eher, Gegensätze ziehen sich an. Sehr spannend. Aha. Und sag mal, überhaupt dieses Thema Düfte, ich meine, heute wir sprühen uns ein mit Parfum, als wäre es das Normalste der Welt. Oder ist es für uns natürlich auch. Aber ich sag mal, so ein paar Jahrhunderte zurück, da hatte das ja eigentlich seinen Ursprung. Ne? Wie kam das überhaupt, dass Parfum so beliebt wurde? Also ganz die Back to the Roots, da sind wir schon im antiken Ägypten. Da hat man Duft quasi auch genommen, um auch spirituelle Zeremonien zu feiern. Da kommt auch der Name übrigens her, und zwar Perfumum, also aus dem Lateinischen durch den Rauch. Da kommt der Name Parfum her. Und zwar hat man ihn damals, wenn man auch quasi Mumien mumifiziert hat oder dann Tote mumifiziert hat, hat man die mit dem Rauch ins Jenseits beschwören wollen, weil der Rauch aufgestiegen ist und somit wollte man sich mit den Göttern verbinden. Kommerziell wurde es dann durch hauptsächlich Frankreich. Louis XIV hat es natürlich sehr zelebriert. Wenn wir uns in die Zeit zurückbeamen würden, es wäre sehr spannend, wie da die Straßen und die Menschen riechen würden. Ich gehe davon aus, man hat sehr starke Gerüche wahrgenommen und hat die dann überdeckt. Heißt, die haben sich quasi, wollten nicht duschen und haben sich einfach eingesprüht von ganz oben genau. bis unten. Ach ja, nee, das stellen wir uns jetzt gar nicht so vor. Sehr, sehr schön. Schauen wir mal ein bisschen auf das Zuhause. Ja. Düfte zu Hause ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Wie schaffe ich mir denn zu Hause eine positive Stimmung mit Düften? Mhm. Also wie viel Düfte brauche ich? Wo platziere ich die am besten? Mhm. Was ist da dein Tipp als Experte? Absolut. Also als allererstes braucht man den passenden Duft. Mhm. Also da hat Ipuro eine wunderschöne Bandbreite von frischen Düften, von zitrischen Düften, von schweren, opulenten Düften, von sehr lieblichen Düften. Mhm. Also erstmal trifft man natürlich ganz der eigenen Präferenz seine Duftwahl. Mhm. Und dann, was wir feststellen, ist, dass der Duft hauptsächlich im Wohnzimmer und in der Küche aufgestellt wird und auch im Flur. Mhm. Und wenn man reinkommt, einfach direkt so ein Willkommensgefühl anzubieten. In der Küche natürlich für die Gerüche, die beim Kochen entstehen, um die auch ein bisschen zu überdecken. Und im Wohnzimmer einfach für ein Wohlfühl, für eine Wohlfühlatmosphäre. Mhm. Welche Linien gibt es da? Mhm. Ipuro hat unterschiedliche Linien. Wir sehen hier zwei Düfte aus der Classic-Linie und drei von der Exclusive-Linie, ganz genau. Die Exclusive-Düfte, die sind parfümistisch auch noch ein bisschen verfeinert und auch eher inspiriert aus der Nischenparfümerie. Das unterscheidet quasi die Kategorien. Mhm. Und was ich mich ja immer frage, ne, wenn man so einen Raumduft zu Hause hat, die haben wir natürlich auch zu Hause, man kriegt ja immer diese Stäbchen mit im Karton. Genau. Da sind manchmal so 10 Stück drin. Jeder macht das unterschiedlich. Der eine hat nur 2 drin, der andere hat 10 Stück drin. Wie viel
kommen denn am Ende rein? Ja, genau. Auch hier, also so viel wie du magst. Also wir haben hier mal vorbereitet, 3 werden mitgeliefert. Also für Menschen, die ganz geruchssensibel sind, reicht auch schon einer. Natürlich, die meisten arbeiten mit 3 Streifen. Mhm. Und ein kleiner Geheimtipp, wenn sie Besuch bekommen, nehmen sie einfach ihre 3 und drehen sie diese um. Ah. Und dann haben sie auch direkt wieder einen Geruchsboost, einen Duftboost, wie wir es schon sagen. Eine Duftexplosion. Genau. Ach, das ist natürlich gut. Und sollte man Düfte mischen? Oder muss man in der ganzen Wohnung dann den gleichen Duft haben? Das weiß ich auch immer nicht. Auch hier, also wenn es passt, also wenn du in der Küche einen anderen Duft aufgestellt hast wie im Wohnzimmer und das harmoniert in der Wohnung, da kannst du auch dein eigener Parfümeur zu Hause sein. Okay, also gibt es nichts, was sich beißt, worauf man achten sollte? Es gibt natürlich schon, wie beim Kochen auch, also es gibt dann schon etwas, was eher harmoniert oder nicht harmoniert. Vielleicht eine kleine Anekdote aus meiner Ausbildung. Mhm. Wir haben damals mit den 5 Elementen gearbeitet aus dem Daoismus, also Feuer, Metall, Erde, Luft, Wasser. Und man hat immer geschaut, ein ausgewogener Duft, der hat immer, ist immer ausbalanciert, sagen wir. Mhm. Also wenn du zum Beispiel nur metallische oder nur holzige Düfte hast, kann er sehr eindimensional wirken. Und auch wie beim Kochen, manchmal braucht es einfach eine gewisse Prise Gewürze und Salz, dass es einfach wow-mäßig schmeckt. Miro, ich weiß, keine einfache Frage. Hast du einen Lieblingsduft für zu Hause? Vielleicht von denen sogar. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ja. Ich finde den neuesten Zugang, Chef Tonka, sehr, sehr spannend, weil er überraschend eine gewisse Leichtigkeit hat. Er ist nicht schwer, was man von einer Tonka-Bohne, die ja sehr vanillig riecht, riecht. Mhm. Der hat einfach eine schöne, leichte Interpretation. Ich frage, weil ich gerne wissen möchte, gibt es denn eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Also auf welche Düfte stehen Frauen, auf welche Männer? Hast du das gemerkt in deinem Job? Klar, also klassisch wissen wir ja, dass die Frau eher zu den blumigen Düften greift, der Mann eher zu den Kräuter- oder zu den Holzdüften. Aber im Zuge der Gender Fluidity, wie man so schön sagt, quasi die Weiterentwicklung des Unisex, sehen wir alles. Also eine Frau kann sich sehr gerne auch eine Teekreation oder auch eine Lederkreation zu Hause ins Wohnzimmer stellen. Mhm. Und auch Herren können auch gerne zur Orchidee greifen, wenn es passt und gefällt. Und sag mal, du riechst ja den ganzen Tag, ne, glaube ich, an Düften und Essenzen. Wie kriegt man denn die Nase wieder frei? Es gibt ja so einen Mythos, irgendwie die Nase in Kaffeebohnen halten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Machst du das auch? Wie du auch sagst, Mythos. Also man kann es natürlich machen. Also ich empfehle es nicht. Der Hintergrund ist, Kaffee ist ein sehr komplexer Duft. Er ist so komplex, dass er sehr viele Riechrezeptoren blockiert. Aha. Und da sind wir auch schon. Man sollte, um die Nase zu befreien, nicht die Nase blockieren, sondern sie befreien. Ich empfehle einfach, oder auch an Sie, einfach in den Ärmel kurz reinzuriechen und dann ist die Nase auch wieder befreit. Okay, das ist super. Ist auch viel besser, wenn man zum Beispiel mal ein bisschen bei Depot stöbert. Nach dem richtigen Duft hat man eher den Ärmel griffbereit, absolut, sozusagen, als die Kaffeedose. Okay, und vielleicht kann man abschließend noch sagen, Miro, es gibt ja die unterschiedlichsten Varianten von Ipuro, nicht nur die Raumdüfte, sondern auch Kerzen. Ganz genau. Also Kerzen, auch ein Riesentrend, Kerzen, nicht nur zur Winterzeit. Also wir sehen auch vermehrt Kerzen im Frühjahr und Sommer, um es sich einfach gemütlich zu machen. Das Thema Hygge ist ja auch ein Trendbegriff, also dass man sich zu Hause gemütlich macht. Oder natürlich auch ein Raumduft ist immer ein wunderbares Geschenk. Mhm. Also auch als Geschenkbox in Kombination Diffusor und Kerze. Ich glaube, immer ein sehr treffsicheres Geschenk. Auf jeden Fall. Kann man nichts mit falsch machen. Also für euch selbst oder zum Verschenken. Viel Spaß beim Stöbern bei Depot oder auch online. Und ich würde sagen, Miro, wir kreieren jetzt hier noch so ein bisschen. Wir sind ja noch nicht fertig, ne? Also genau. Der Jenny-Duft ist jetzt noch nicht in trockenen Tüchern. Also bis zum nächsten Mal. Super, tschüss. Tschüss. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier diese Stäbchen. Mhm. Und das, wie geht's jetzt weiter? Genau, jetzt verfeinern wir den Duft hier noch ein bisschen. Schön, wenn's Depot ist. Der Depot Homestyle Talk. Depot-online.com.